Hi, ich bin der Günther, ich heiße Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune Chapter 2. Wir sind im Moment im Keller der Mansion der Queen. Denn wir haben hier etwas zu suchen im Auftrag von Spamton, den wir letztes Mal besucht haben. Oh mein Gott. Um so nämlich den Secret Boss freizuschalten. Ja, wie genau war ich? Aha, ich habe keine Ahnung, wie man dem ausweicht. $1 haben wir hier. Wir müssen eine leere Disk finden. Einfach laufen anscheinend. Und irgendwie... Wait a minute. Jetzt wird's bisschen weird. Not gonna lie. Was geht hier ab? Ich habe nur geguckt, wie man an sich zum Secret Boss kommt, nicht was wirklich alles auf dem Weg liegt. Ein Kraftfeld, das sich verschlossen hat, auf der anderen Seite dann wohl. Ja, ich bin immer noch gut mit dem Ding. Die erwarten jetzt nicht wirklich, dass ich das schaffe, oder? Weil, Fun Fact, das schaffe ich nicht. Aber ich bezweifle sehr stark, dass das gespeichert bleibt. Oh Gott. Ich bin nicht gut in sowas. Aber das hat mich am Anfang auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich werde es trotzdem nicht schaffen. Fun Fact. Halt die Schnauze, Discord. Och, du meine Fresse. Das ist mir ein bisschen zu viel grad. Dafür muss man das Spiel irgendwie können. Und vor allem dieses Minispiel. So, aber hier war... vorher der Weg versperrt. Jetzt können wir hier nach rechts. Ein leerer Raum. Und ein Haufen Schienen. Was ist das hier? Und übrigens, es spielt keine Musik, falls ihr euch das fragt. Da ist was drinnen. Und zwar die Disk. Übrigens, falls das wen interessiert, ihr habt es wahrscheinlich gesehen in der Folge, ich nicht. Dort, wo wir in der letzten Folge das Secret mit dem Annoying Dog gefunden haben, gab es noch eine Hundemünze, die neben dem Müllcontainer lag, den ich untersucht habe. Ja. So. Damit haben wir das, was wir hier im Keller brauchen. Und ich glaube auch, wir werden es dann... Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, dass ich da ein bisschen länger brauche. Komm schon, Susi, gib mir meine Brille zurück. Ey, guck mal, ich mag Hausaufgaben.
Hi. Oh, alles okay, Chris? Was auch immer, lasst uns gehen. Oh, ein Switch. Eine Abkürzung. Das Spiel weiß, was es tut. Ich hab grad ein bisschen Angst. Ich bin echt nicht gut in diesem Game. Und der Secret Boss wird wieder das Schwerste sein, was es in diesem Spiel gibt. Keine Frage. Und ich scheiter daran, Sachen wie diese Dogcoin oder diesen fucking Eingang zu finden, also. Moin. Die Disc. Chris, du hast es geschafft, du kleiner Verdammter. Du hast mir die CD gebracht. Ich fühle den Geschmack bereits. Also werde nicht gierig, Chris. Gib mir die Disc. Dann werden wir übertragen. Mein danach, Chris. Das ist sehr, sehr wichtig. Geh zurück und tu die Disc dorthin, wo du sie her hast. Und danach wirst du mein Geld bekommen. Alles wird deins sein, Chris. Also was sagst du, Big Shot? Übrigens, der Shop schließt danach. Gut. Endlich, ich wusste, du würdest annehmen. Chris, hier gehe ich weg. Wortwörtlich. Tschüss. Und da ist Spamton weg. Und ich gehe stark davon aus, dass die Empty Disk jetzt loaded ist. Du fühlst, wie sie in deiner Hand lächelt. Interesting. Und jetzt gehen wir gleich wieder zurück. Oh, wir kommen heute wirklich zum Secret Boss. Ich muss sagen, ich bin da nicht so bereit für. Ich habe echt damit gerechnet, dass das deutlich länger dauert alles. Aber nee, ich bin jetzt schon ein paar Meter davor. Wortwörtlich, sobald wir die Disc abgeliefert haben, müsste es losgehen und man kann sich dementsprechend wohl wahrscheinlich auch schon denken, der Secret Boss wird ein zweites Battle gegen Spamton selber sein. Falscher Raum. Beziehungsweise, ja okay, ihr werdet es gleich sehen. So. Hier bei diesem komischen Anzug, wo wir es herhaben. Fügen wir die Disc ein. Nichts passiert. Glaubst du selber nicht? Wann passiert? Da! Heilige, fühle ich mich gut! Hier bin ich, Chris. Big, big, größer und besser als je zuvor. Diese Kraft ist Freiheit. Ich werde nie wieder nur eine Marionette sein. Oder, das dachte ich. Was sind diese Fäden? Warum bin ich nicht groß genug? Es ist immer noch so dunkel. Chris, das ist richtig. Du, ich brauche dich, um groß zu werden mit mir. Sehr, sehr groß. Wir werden so groß, dass wir groß werden, ja. Was ist das für ein Satz? Und werden über die Dunkelheit hinwegblicken. Wir werden mit unseren Köpfen in den Wolken sein und in Himmel sehen. Ich brauche nur deine Seele. Wait a fucking minute. Chris! Was zum Fick war das für einer? Chris, wir hatten uns Sorgen gemacht, also. Chris,
Du hast Freunde? Warum hast du nicht... Warum hast du ihnen denn nicht von meinem 3-für-1 Spezial erzählt? Heute kann die gesamte Familie eine kleine Runde durch die Stadt machen. Achtung, Kunden! In Aisle 3 wird aufgeräumt. Jemand hat seine Seelen dort vergessen. Oh nein! Als hätte ich so viel Koordination! Man kann auch chargen, ah. Chris, war das ein großer Schuss gerade? Ich bin so stolz auf dich, ich könnte dich umbringen. Himmel, siehst du das? Es ist Zeit, einen besonderen Deal zu machen. Ab geht's. Secret Boss. Spamton Neo. Die Kabel zerklatschen da. Ist dieser Körper nicht himmlisch, Chris? Dreifache Feuerkraft, doppelte Wasserkraft und am besten fliegende Köpfe. Wie zum... Ah! Da hab ich mal kurz nicht aufgepasst. Ich hab gedacht, die schießen erst, wenn sie über mir sind. Wait. Ich hab die Hundemünze? Bin ich gerade behindert? Ja, ich muss eigentlich Chris ein bisschen hochheilen. Wir werden Zeug machen. Oh Gott, Digga, überfordere mich halt noch mehr. Wie weit sind wir? 10%? Nee, das wäre viel zu früh für 10. Chris, willst du nicht Teil von mir werden, oder brauchst du eine kleine Retour? Okay, das habe ich gut gemacht. Muss ich jetzt einfach mal ein bisschen arrogant sagen. Snap. Snap. Heal. Du musst nur groß werden, dann werden wir hier bestimmen, Chris. Oh mein Gott, was ist das? What the fuck, Digga? Es gibt kein Publikum. Dann machen wir mal das und, ich bin ehrlich, wann, wenn nicht jetzt? Es ruft Chris, mein Herz, meine Hände. Digga, dieser Kampf überfordert mich ja gar kein bisschen. Charge faster, was zum Fick bedeutet das? Ich weiß nur, dass ich Ralsan hier gebe. Chris, kannst du mir wirklich in die Augen blicken und Nein sagen?
Guck hin. What the fuck ist dieser Angriff? Ich werde so überfordert hier. What the hell? Ich kann es nicht aushalten. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Junge, der Hund! Der Hund hat so viel geschossen, dass mein Spiel geleckt hat! Oh mein Gott, ich brauche definitiv jetzt eine dicke Heilrunde. Chris, ich geb dir sogar gratis Zeug. Stirb jetzt und 50. Ah, das hat... Da bin ich ganz gut gedodged diesmal. Aber trotzdem. Noch eine Heilrunde. Mach ich ein... Na. Chris, wenn du mir diese Seele gibst, ich geb dir alles, was ich habe. Sogar drei... Einfache Bezahlung von 9,99. Oh Gott, das war vielleicht die schlimmste Attacke. Wenn er die Attacke macht, habe ich ein Problem. Weil die ist zu viel für mich. Nee, ich kann es mir nicht leisten. Ich habe nur noch 5 Items. Ich muss leisten. Freunde, Chris, wovon redest du? Du brauchst keine Freunde. Ich kann meine Hände in Telefone verwandeln. Ich nehm's zurück, der Angriff war schlimmer als der davor. Jawohl! Ich schaff das nicht. Willst du deinem Kumpel Spamton nicht helfen? Was machen denn sonst meine Eier? Ja, Digga, wir haben es ja einfach nur mit einem fetten Metaton-Verschnitt zu tun, gegen den ich literally keine Chance habe. Aber wenn du dich weigerst, kann ich dich nicht zwingen. Eigentlich schon. Ja. Digga, den besieg ich doch in 2 Monaten nicht. Digga, ich sehe echt nicht, wie ich das packen soll. Oh mein Gott. Ich werde da ein bisschen mit dem Commentary mich zurückhalten. Ja, ich hoffe, ich muss jetzt nicht die ganze Sequenz nochmal machen. Ja, gut.
Scheiße, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier es riskieren soll. Ich dachte, vielleicht reicht's, auch wenn es wahrscheinlich Verschwendung wäre. Er beginnt Attacken und Texte zu wiederholen. Das heißt, wir kennen jetzt wohl alles, außer er hat vielleicht noch einen letzten Special Move. Das Kabel ist scheiße. Und nice, 69. Ich call, ich schaff's auch jetzt nicht.
Anscheinend will er noch andere Texte jetzt labern. Willst du dein ganzes Leben nur ein Herz an einer Kette bleiben? Oder willst du? Wolltest du? Der Move ist mies. Ah, nee, diesmal ist... Das nehme ich definitiv an. Er schenkt mir eine Runde. Chris, ich will dich nicht zwingen, ich kann dich nicht zwingen. Doch guck mich an, Chris, die Kraft des Neo-Undertale-Reference, und frag dich, tust du es nicht, willst du nicht krass sein? Oh nein. Okay, ich hab noch ein paar Leben. Oh, er ist nah dran. Ich will aber nichts riskieren. Er wirkt auch so, als würde er nicht mehr wirklich kämpfen wollen. Doch. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Scheiße. Ich müsste dem nächsten Angriff 100... Oh nein. Ach, wenn Ralsei oben wäre, dann hätten wir's. Ich war mir so sicher, dass es rum ist. Warte. Die Drücke. Meine Fäden sind fast fort. Chris, du schenkst mir Freiheit. Chris, nach allem, was ich dir angetan habe. Nach all den tollen Deals, die ich dir gegeben habe. Zahlst du es endlich zurück? Ich verstehe es nun, Chris, der größte Deal von allen. Freundschaft? Chris, meine Tage als eine Puppe sind vorüber. Zerschneide das Seil und mach mich zu einem echten Jungen. Siehst du, Himmel? Es ist Zeit für Spamtons Comeback Special und dieses Mal lebe ich für mich. Nein, mich und meine Freunde. Hier komm ich. Sieh mich fliegen, Mama.
Es sieht so aus, als könnte ich nach allem nicht mehr sein als eine simple Puppe. Aber ihr drei, ihr seid stark. Mit Kraft wie dieser. Vielleicht könnt ihr eure eigenen Fäden brechen. Lasst mich eure Stärke werden. Oh, wie in Chapter 1 als Devil eine Waffe wurde. Na ja, Shadow Crystal. Und die Waffe. Du meine Fresse, und dafür, dass ihr minus HP habt, lauft ihr da ganz schön lebendig rum. Dealmaker. Das ist eine starke Ausrüstung. Und was genau habe ich gerade abgelegt? Genau das. Falscher Button. Ich bin so fertig. Wir haben es geschafft. Der Secret Boss von Deltarune ist besiegt. Und Gott, es war dezent knapp. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Digga. Und beim nächsten Mal machen wir weiter in Queen's Mansion. Und vielleicht kommen wir zum Finale. Ich kann's nicht einschätzen. Bis dann. Und tschö mit Ö. Und wir kaufen neue Items.